Hallo Leute, ich bin Türchen Nummer 4 des großen Food-Adventskalenders der lieben Annette. Bis zum 24. jeden Tag ein neues Rezept. Ich darf Türchen Nummer 4 sein. Dieses Video wirklich unbedingt bis zum Ende schauen. Du hast die Möglichkeit, eine Klarstein-Küchenmaschine zu gewinnen mit Fleischwolf und Mixeraufsatz. Alle Informationen bekommst du am Ende des Videos. Und das ist übrigens nur ein Preis von vielen, der im Zusammenhang mit diesem Food-Adventskalender verlost wird. Also, was mache ich heute? Ich mache diese wunderbare Bûche Noël mit einer fluffig leichten Rouladenmasse, gefüllt mit einer frischen Orangenmarmelade und einem herrlichen Lebkuchenmus. Wir starten super simpel mit der Dekomasse. Dazu brauche ich 25 Gramm weiche Butter, 25 Gramm Puderzucker, 25 Gramm Mehl, 5 Gramm Kakaopulver und ein Eiweiß von einem Ei. Jetzt denkst du dir vielleicht, hey, was mache ich mit dem Eigelb? Kein Problem, brauchen wir gleich für die Rouladenbiskuit. Das Ganze wird schön durchgemischt, schön glatt gerührt und mit einer Winkelpalette gleichmäßig verteilt. Nun nehme ich so eine kleine Gummilippe und ziehe mir eine Holzmaserung. Hier achte darauf jetzt schon, wie die Biskuitrolle zusammengelegt wird, ob sie dann so zusammengelegt wird oder so. Denn wenn man sie so rollt, wird sie weniger dick und so wird sie dicker. Ich entscheide mich jetzt so, die zusammenzurollen. Dann muss ich auch die Holzmaserung nun in diese Richtung zeichnen. Und dazu nehme ich einfach eine Gummilippe oder sonst einen Gegenstand, der sich dafür eignet, und mache solche Linien rein. So, das Ding sieht nun so aus. Jetzt kommt da Rouladenbiskuitmasse darüber. Wenn ich das direkt machen würde, würde das Ganze verschmieren. Das wollen wir nicht. Darum kommt dieses Ding hier, dieses Blatt Papier, in den Tiefkühler, Tiefkühlschublade, bis die Rouladenmasse fertig ist. Nächster Schritt, Biskuitrolle. Hier kurzer Tipp, die machen wir uns ganz, ganz einfach, denn diese Bûche Noël hat verschiedene Komponenten und es heißt ja einfach backen hier und nicht kompliziert. Ich bastle eine Woche an einem Gebäck rum. Drum, wie gesagt, ein Eigelb ist hier schon drin von der Dekomasse. Jetzt brauche ich noch zwei Eier, 80 Gramm Zucker und 60 Gramm Mehl. Eier und Zucker aufschlagen. Hier hat es früher immer geheißen, die musst du dir wärmen, sonst löst sich der Zucker nicht. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert trotzdem und da können wir uns ja diesen Arbeitsschritt sparen. Was aber so ist, das stimmt, wenn du größere Mengen machst, 10-mal dieses Rezept vielleicht, dann hat das auch Auswirkungen auf die Stabilität. Also wenn du Eier und Zucker auf 40 Gramm erwärmst, dann ist das vorteilhaft für die Stabilität. Hier bei so einer kleinen Masse spielt es absolut keine Rolle. Fünf Minuten auf maximaler Geschwindigkeit aufschlagen und dann 60 Gramm Weißmehl beigeben. Auf kleine Stufe zurückstellen und direkt in die Maschine geben. Kurz unterheben und fertig. Jetzt nehme ich mir wieder mein Backpapier aus dem Tiefkühler und streiche diese wunderbar luftige Rouladenmasse auf. Ist jetzt wunderbar fest geworden, da kann ich mir jetzt die Rouladenmasse perfekt darüber streichen. Einfach alles raufgeben, das gibt gleich ein Backblech, das habe ich für euch schon ausgerechnet. Alles oben drüber geben und mit einer Palette verstreichen. Verteilen immer mit dem Spitz,
vielleicht hier noch für die Winkelpalettenführung und große Flächen auch mit der großen Fläche der Palette machen. Ich verwende hier am liebsten einen mit einem Winkel drin, einen flachen wäre ich sonst immer hier unten dran und dann mache ich mir die Finger schmutzig und da habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Okay, guck dir das mal an. Passt wunderbar, wunderbar luftige Rouladenmasse und eine schöne Dekomasse. Das würde fast ein Weihnachtslied geben. Machen wir vielleicht mal ein anderes Mal. Aber was passiert mit diesem Ding? Die Rouladenmasse wird jetzt bei 230 Grad Umluft für etwa 4-5 Minuten gebacken. Hier, Rouladen. Das variiert extrem nach Ofentyp. Bei meinem ist es Umluft 230. Ich habe auch schon an einer Vorführung 250 Grad für 8 Minuten gebacken. Also, das musst du rausfinden, aber du siehst ja jetzt gleich, wie die gebacken aussehen. 4 Minuten später, fertig gebacken. Guckt euch mal das an. Schön hell, aber trotzdem durchgebacken. Kannst du ein bisschen raufwippen und wenn das zurückfedert, dann ist sie perfekt gebacken. Jetzt nehme ich etwas Zucker. Streu den oben drauf und jetzt ein Trick für dich, damit die auf der anderen Seite auch noch schön backt. Manchmal klebt die und die Seiten sind schon angebacken und verbrennt und verbrechen. Einfach so nehmen, neues Backpapier oben drüber und alles auf das Backblech drehen. Durch die Wärme backt das hier unten jetzt noch ein bisschen an und du hast alles schön gleichmäßig. Der obere Teil entferne ich mir jetzt direkt. Gleich abziehen, sonst fängt das dann an zu kleben. Wirklich im heißen Zustand machen, nicht auskühlen lassen, wenn du Deko-Rouladen machst. Guck dir das an. Guck dir mal die Farben an. Ich find's cool, das soll ein bisschen abstrakt sein. Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf das Weitermachen. Nach dem Auskühlen füllen wir uns die Roulade. Und zwar habe ich das direkt auf dem Backblech auskühlen lassen. Und du siehst, die lässt sich perfekt biegen. Die drehe ich jetzt wieder zurück. Ziehe hinten ab. Hätte ich die jetzt nicht umgedreht, dann hätte da hier alles geklebt. Und so hat sie noch ein bisschen angebacken. Jetzt nehme ich ein bisschen Orangenkonfitüre oder Marmelade und streiche hier alles oben drauf. Schön dünn, eine Lage darüber streichen. Verteile ich gleich mit der Teigkarte, brauche ich gar kein anderes Werkzeug. Geht am besten so. So, für das Lebkuchenmus brauche ich einen alten Lebkuchen. Der hat etwa 80 Gramm. Den schneide ich mir schön fein. Im Anschluss gebe ich 150 ml Sahne in einen Mixer rein. Die Lebkuchen dazu. Abrieb einer halben Orange. Und für die Süße hatte ich schon ein bisschen Zucker auf dem Lebkuchen. Dass es nicht zu süß wird, nehme ich jetzt hier noch etwas Honig. Etwa einen Teelöffel voll. Und zum Schluss noch eine Prise Zimt. Das Ganze wird jetzt kurz gemixt. Die Idee ist, die Sahne soll gleich aufgeschlagen werden, die Schlagsahne, und die Lebkuchen zerkleinert und ich habe ein homogenes Mousse. Wichtig ist hier nicht zu lang mixen, sonst hast du irgendwann mal Butter. So, super schnell und einfach ein Lebkuchenmousse gezaubert. Falls das zu fest ist bei dir, ich kenne die Lebkuchensorte nicht, die du verwendest, dann noch etwas Flüssigkeit nachgeben, Sahne, Orangensaft, was du gerne willst. Und noch ein Tipp, wenn du die Roulade ein, zwei Tage im Vorfeld machen willst, also Büschnoel, dann empfiehlt es sich hier, diese Mousse abzubinden mit Gelatine, Agar-Agar, Sahnesteif, was auch immer. Da ich sie direkt verwende, verzichte ich auf das Abbinden dieser Mousse. Sonst ist es wirklich empfehlenswert. Jetzt nehme ich wieder die Winkelpalette und verteile alles gleichmäßig. Das darf wirklich noch ein bisschen Stücken haben. Das ist zum Essen wirklich ein herrliches Mundgefühl, statt nur so eine wirklich weiche Masse. Das darf so sein. Schön verteilen, oben darüber.
nun rollen. Und zwar hier vorsichtig anrollen. Das Papppapier anheben und vorsichtig nach hinten ziehen. Und so lässt sich das Ding auch perfekt rollen. Wunderbar. Den Schluss hier überklappen, rüberdrehen. Guck dir mal dieses wunderbare Ding an. Zum Straffen das Papier so rüberlegen und mit einem Holzstab oder sonst einem Gegenstand unten reindrücken und straffen. Ist es nicht wunderbar? Jetzt noch ein Trick. Ich könnte jetzt hier die Enden bereits abschneiden, aber besser ist kurz kühl stellen. Ich mache es jetzt im Tiefkühler, dann habe ich einen wunderbaren Anschnitt und dann geht es ums Ausgarnieren und bald sind wir durch, Freunde, und können das wunderbare Teil hier genießen. Zum Kühlstellen am besten so einrollen, wieder aufs Ende und in den Tiefkühler legen. Nach dem kurzen Anfrieren wieder aus dem Tiefkühler nehmen und Papier entfernen. Und wunderbar, die lege ich mir jetzt gleich auf so ein Holzbrett. Zack. Und nun schneide ich hier die Enden ab, wo die nicht ganz perfekt ist. Guck dir mal diese wunderbare Schichtung an mit der Orangenmarmelade und dem Lebkuchenmus und dieser Baummaserung. Wunderbare Textur, auch das Rouladenbiskuit schön luftig und fluffig. Wunderbar, da freue ich mich gleich, da hier reinzubeißen. Zuerst dekorieren wir das Stück hier aber noch aus. Dazu nehme ich einen Lebkuchen wieder, schneide kleine Würfel draus. Mit einem Spritzbeutel mit etwas Orangenmarmelade werden die dann befestigt. Ein paar Engel und ein paar Sterne, die habe ich mir ausgestochen aus Fondant und etwas trocknen lassen. Wenn du ein bisschen im Druck bist, dann nimm Blütenpaste, das trocknet schneller. Dann noch etwas punktuell, etwas Puderzucker darüber. Und für den farblichen Akzent noch etwas Grün und Rotes, passend zu Weihnachten. Last but not least, etwas Blattgold. Ja, und so sieht diese Büschnoelle aus, wenn sie fertig ist. Ich habe schon ein bisschen probiert und ich kann euch sagen, unbedingt nachmachen. Die fluffige Roulade mit dieser herrlichen Textur, dann die Frische der Orangenmarmelade und zum Abgang das Lebkuchenmus. Wunderbar harmonisch, auch ruckzuck gemacht eigentlich für so viele Komponenten. Das Rezept findest du immer in der Infobox. Und jetzt verrate ich dir noch kurz, wie du diese Küchenmaschine gewinnen kannst. Und zwar, unterhalb dieses Videos hat es nochmal ein Video von Annette Backstübchen. Dort bekommst du alle Hinweise, wie du teilnehmen kannst. Ich wünsche dir an dieser Stelle auch schon viel Glück. Es gibt noch viele weitere Preise und da musst du unbedingt teilnehmen. Die Preise sind wirklich sensationell. Das war's von meiner Seite. Morgen ist der liebe Pascal dran von Senf dazu. Der hatte in der letzten Zeit ein bisschen Pech. Ihm ist die ganze Festplatte abgestürzt und ja, der würde sich sicher freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das war's von meiner Seite. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Unbedingt kommentieren, wie fandet ihr das Ding. Hier abonnieren und Rezept und alles verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.